Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. So, wir sind jetzt hier in der Villa von, wie hieß sie nochmal? Arona? Ich denke mal, Arona war es. Erstmal überall dranhauen, bis der Nivo sich eventuell einen Sternensplitter versteckt. Madame Arona, sind Sie zu Hause? Ich glaube nicht. Verschwindet! Niemand betritt diesen Raum. Das ist dann gerade so wie Animal Crossing laut. Madame Arona? Sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Bubulio. Bubulio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendwas für dich tun? Also, da wäre tatsächlich etwas, wobei sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinem Freund und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Ob sie uns wohl helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden? Tatsächlich? Deshalb seid ihr extra hierher gekommen? Ich würde euch ja wirklich gerne helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Was fehlt Ihnen denn? Ohne meinen kostbaren Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals vor die Tür wagen. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Das scheint ja ein ganz kostbares Stück zu sein. Ein Collier? Also irgendwo war doch gerade die Rede von einem Collier, oder? Ah, wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ich flehe euch an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Ich bitte, ich spreche es total falsch aus. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freuden bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Arona. Mario macht das links, oder Mario? Na klar. Immer auf den armen Mario. Na also, dann lasst uns sofort losgehen und suchen gehen. Oh, danke. Es gibt also doch noch galante Männer. Immer hat der Mario was zu tun. Beziehungsweise der Mario. Und jetzt fällt mir ein, ich war nicht da. Am Tote aus und habe mit den Leuten geredet. Ich wusste, dass ich da reden wollte und habe schon wieder vergessen. Ich sollte eine Strichliste führen. Das kann doch nicht wahr sein, Brunhilda. Erst beschuldigst du mich und dann hast du die Zeichnung doch selbst. Sei doch still und mach nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Verdammt, das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Eben, das wollte ich doch. Das ist doch jedenfalls Barbara. Das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du noch büßen. Wie bitte? Du hast doch... Na, schweig, keine Widerrede mehr. Aber du bist... Eigentlich wollte ich dir das Collier ja zurückgeben, aber so nicht. Und jetzt soll euch gefälligst was einfallen, wie wir diesen Mario finden. Also... Ich komme eh wieder zurück. Und lass die arme Barbara in Ruhe. Barbara, Barbara, Barbara. Kann ich direkt... Warte, ich möchte nur kurz was ausprobieren. Kann ich direkt... Also man könnte rein theoretisch, wenn man Skill hätte, was ich nicht habe, direkt in den Baumstamm springen. Ich sage Baumstamm, für mich ist es nämlich keine Röhre. Na komm, Kopioro. Wir müssen das Collier finden. Erster Angriff erfolgreich. So. Erdbeben macht nur das eine weg, ne? Na komm, setz mal trotzdem mal ein. Kann Kopie doch jetzt nichts machen. Okay, das war jetzt ziemlich nice. Hehe, dachtet ihr wohl so. Dann trotzdem Panzerstoß einsetzen. Nice.
Ich muss gucken, was ich gleich als nächstes Level abnehme. Ob ich wirklich zuerst auf On nur permanent gehe. Warte, hier geht's doch auch rein, oder? Ach nein, von der Kamera nach oben. Boah, ich habe wirklich ein kurzes Gedächtnis. Obwohl, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ist auch schon ein paar Stunden her. Oh, gegnerischer Erstangriff. Ah, Mist, ich wollte eigentlich blocken, aber okay. Aber jetzt kann ich Erdbeben einsetzen. Jetzt lohnt sich das so richtig. Ja, ich denke mal, wir kriegen schon ein Level ab. Dann kommen ja auch gleich die Piranha-Pflanzen wieder, ne? Wirklich, das ist für mich ein Baustamm, keine Röhre. Und ich liebe diesen Neonweg. Nein, ich wollte eigentlich... Ach Mist, ich wollte hämmern. What the? Ja, das könnt ihr mal vergessen. Jetzt. Und dann nochmal den Powerpanzer. Eine schnelle Runde für EP, ne? Ich habe noch gleich keine Blumenpunkte mehr. Doch, aber erster Angriff war erfolgreich. Kann der eigentlich auch sterben? Nein, kann er nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal Erdbeben. Und beim nächsten Kampf setze ich einfach mal die Sternkraft ein. So, dann einmal Sternenfit. Mist. Noch 6 Punkte, da haben wir doch mal gut was rausgeholt. Ich möchte wissen, kann der normale Panzerstoß Schaden anrichten? So schon mal nicht. Mist, ich wollte eigentlich... Mist. Ich wollte B-Block. Ich wollte kontern. Da kriege ich das nicht hin. Aber wir kommen den Level Up schon näher. Vielleicht nehme ich auch nochmal Blumenpunkte. Einmal kurz die Münze hier noch aufnehmen. Genug, glaube ich, oder? Ich habe nur noch ein. Nur noch ein. Nein, ich habe 2 Honigsirupe. Aber ich muss bei Items da lang gehen. Na, das ist doch. Auf der Zeichnung sah er so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und dann läuft uns diese arme Totte direkt in die Arme. Ihr da, ihr hattet doch vorhin dieses Collier. Wie bitte? Wer ist hier wem in die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Ich habe nichts gegen euch persönlich, versteht da nichts falsch. Aber dass ihr hinter dem Sternjuwelen her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Daher muss ich euch leider auf den Weg räumen und mir diese Karte schnappen. Wie kommt es, dass ihr über die Karte und die Sternjuwelen Bescheid wisst? Ihr werdet doch nicht etwa die Prinzessin. Wer seid ihr überhaupt? Nun, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, man kennt uns als
Schatten? Ladies. Schattenladies? Barbara, du dummes Stück. Was schwafelst du da? Schattentrio. Trio. Ladies, das klingt doch lächerlich. Oh, wie oft soll ich dir das noch sagen? Oh, verzeih mir, Brunhilde, das ist mir so rausgerutscht. Rausgerutscht oder nicht, dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Brunhilde. Aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also auf ihn, Roberta, Barbara. An diesen Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er noch lange denken. Na gut. Ja. Ach, liebes bisschen. Pech für dich, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara, zeig mal ihm, was eine Hake ist. Bin bereit. Verstanden, Brunhilde. Suchte diesen Kampf nicht möglich. Dann will ich tatsächlich mal sagen. Erstmal austauschen. Genau. Barbara. Das ist Barbara. Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios. Maximale KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Sonst keine Besonderheiten. Aber hübsch ist sie ja schon, oder? Findest du eigentlich, dass sie hübscher ist als ich? Oha, ich glaube, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Na gut, ein Angriffspunkt. Na gut, ein Schaden, das überlebe ich ja noch. Dann mache ich mir doch einmal den Erdbeben. Und du kannst schon mal den nächsten scannen, Roberta. Das ist Roberta. Sie gehört zum Schattentrio und ist Brunhildes Schwester. Maximal KP 12, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie kann sich aufpumpen. Sie ist die stärkste im Trio. Vielleicht solltest du sie als erstes fertig machen. Abgesehen davon hat sie anscheinend keine weiteren Besonderheiten. Oh, Angriff plus 2. Kleine. Na, warte. Dann setze ich jetzt hier einfach mal Showtime ein. Und du kannst Multikopfnuss machen. Mist. Ja, Schaden, Halleluja. Ob nicht das Erdbeben jetzt noch was bringt. Dann hier nochmal Kopfnuss. Mann, warum kann ich das nicht? Boah, ich kann auch nicht mal blocken. Ich habe mein Skill verloren. Okay, dann. Nein! Doch. Einfach nicht Bock, ich weiß nicht, wann sie zuschlägt. Oh nein, der arme Luigi, ich wollte das nicht, sorry. Okay, ich muss jetzt mal kurz hier die Sternkraft einsetzen. Sonst sehe ich schwarz. Boah, ich lasse das.
Ja, lief eigentlich sehr gut. So, dann einmal. Dann versuch das hier nochmal. Lief eigentlich sehr gut. Baba, dir gepflegst erstmal wie mir, du Versagerin. Erzähl mir, Brunhilda. So, dann würde ich mal sagen. Dafür, dass du so gemein bist, mache ich einfach mal den hier. Und dann scannen wir dich erstmal. Das ist Brunhilda. Sie ist die älteste im gefürchtesten Schattentrio. Maximale KP 9, Angriffskraft 1, Eisattacken haben Stärke 2. Ihr Zauber vergrößert unsere Gegner und lässt uns selbst schrumpfen. Ich finde besonders ihr verschlagenes Lachen abstoßend. Mit so einer möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Naja, dann kannst du mal hier schöne Showanlage machen. Ich möchte jetzt einfach nur, weil ich es kann, erst Brunhilda wegmachen. Autsch, bist ja doch stärker, als du aussiehst. Aber jetzt mach mir ernst. Aber das kann man gar nicht abwehren. Ach komm. Der erste Kreis ist ja eh schon fast wieder voll. Dass ich immer noch immer diesen Gefäß habe ich. Ja, die war eigentlich sehr gut. Oh, so tut doch jemand was. Ah, nein. Dann mach doch mal bitte eine Show-Einlage. So, und dann... Tut mir leid, Barbara. Oh no! Oh doch. Mit Erfahrungspunkte. Nehme ich gerne mit. Level up. Ja, ich nehme Ohrenpunkte. Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Und was euch angeht, Roberta, Barbara, wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beide Bildgänger euch angestrengt hättet. Macht euch auf eine sünftige Abreibung gefasst, alle beide. Aber das... No. Lass es hier. Barbara, komm einfach zu uns. Ein Collier erhalten. Oh, Aaron's Collier. Wir sollten es ja sofort zurückbringen. Zuerst. Und Zweicher. Und dann vielleicht doch tun wir nichts. Und einmal speichern.
Dann gehen wir doch mal zurück zur Hexe, Wolke, Arona. Nehmen wir mal einen Honigsirup noch mit. Und noch einen Pilz. Sicher ist sicher. Muss ich jetzt wieder gegen die Pflanzen kämpfen? Nehme ich noch mit für Erfahrungspunkte? Ja, nehme ich noch mit. Mist. Bringt schon noch sehr viele Erfahrungspunkte. Und bringt auch sehr viel Geld. So, dann tauscht mal bitte. Du machst den Hammer. Ah, Mist, ich habe den falschen Hammer eingesetzt. Mist, ich wollte eigentlich... das ist jetzt nicht gut. Habe ich zufällig noch... Ich habe leider... Nein. Elektroschutz, deswegen... Tausch mal bitte. Und du machst den Powerhauer. Verteidigung. Ochi. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ach, Mist. War die falsche Taste gerade erwischt. Das ist jetzt echt mies gewesen. Was haben wir nochmal? Kampfpunch. Komm, setzen wir mal einmal einen Pilz ein. Ich weiß nicht, ob ich verschwenderisch mit meinen Pilzen umgehe. Bin sehr bald diesmal gekommen. Oh, schon wieder eine Wolke. Hallöchen. So, dann nochmal hier einmal sprengen. Und stopp. Und du kannst den hier fertig machen. Du machst ja mittlerweile 4 Schaden. Bringt aber kaum noch Erfahrungspunkte. Aber das hat man ja auch im ersten Teil. Sobald man ein bisschen höher ist, hat sich das eh etwas erledigt. So, einmal hier lang. So. Hier spawnt er eh direkt hinterher, von daher. Hallöchen, ich hab ihr Diadem. Oh je, wo ist noch mein Collier? Werde ich es jemals wiedersehen? Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Oh, da bist du ja wieder. Mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier.
What the? Okay. Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Wo schaust du denn hin, du verwegener Held? Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Oh, er geniert sich, wie süß. Aber du sagtest etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Noch schillernde Juwelen zu suchen? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie kann ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Arona gehört zum Team. Arona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und Arona lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Halte X gedrückt, um das Papier wegzupusten. Treffen ihre Winde Gegner, so kann diese für kurze Zeit schwindelig werden. Du musst X gedrückt halten, damit Gegner schwindelig wird. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Aronas Fähigkeit nutzen kannst? Das krieg ich hin. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane alle Gegner wegfegen. Body Slam? Ist das sozusagen Sushi? Aber warum nicht so ein Klapp, so buff, 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 wie buh. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Arona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit Aronas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Dann gehen wir doch mal zurück, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, Tüdelü.